in mir hier. Oh shoot, the bar still closed? Then I don't have anything to do. It's so boring. Why don't I get a job? Oh, that way. Ja, ne, Hartz IV. Man kann wohl auch noch muss Hartz IV beantragen oder was? Und dann kannst du auch nichts zu saufen kaufen. Weil, kostet auch Geld, weißt du? Oder gehörst du zu denjenigen, die hier, Geld schulden? Close you to shortage. And for those who owe me money, pay up quick. Job in hostess, ja. Bist du einer von den Typen hier, hä? Einer von denen, pay up quicken sollen? Ja, der Shop hat er auf. Der hat so auf. Ja, warum soll nichts so kaufen? Weil wir, glaube ich, alles haben. Ist ja wieder Neues heute, aber. Hi, Abby. Come to shop. Take your time. Hat er was Neues? Not energy flow. Ne, nichts Neues dabei. Wollen wir nicht viel Geld erhalten? Weil wir nur noch so wenig wie vorher im Grunde. Nur jetzt 30 mehr haben. So, ein Indian hier. When I was young, I was handsome. With bright white teeth. Your grandma dumped me, so. Ja, darauf kommt halt nicht immer an, ne? Das ist halt so. Ja. Ja. Gehen wir mal da oben. Dann hier nochmal guten Tag. Hier war ja auch irgendjemand. Oh, hi Abby. Is the butcher shop open? Do you know? Yep. It is open. You can't buy. Ne, you can buy Matt there. Was wir beim letzten Mal abgegeben haben. So, hopp, dann noch her. Hey, this is what I heard. The reason why the shirt become off limits is because a ghost is there. Ja, und ich sehe gerade nichts, weil der Pause vor ist. Abby, are you gonna go Ghostbust? Yep, ich rufe die Ghostbusters an. Die machen das schon. If you succeed, you will be a superstar. But maybe there's nothing you can do about it. Ach ja, da ist es ja. So. Hier ist ein Häuschen, ein kleines Häuschen. So. Oh, that must be it. My son got dumped because I haven't been to church lately. I'm sorry, son. Naja, passiert halt mal im Leben, ne? Hat nichts mit geistigen Unterstützung zu tun. Oh boy. Julia dumped me. There's somebody she likes already. Man, who is that guy? Who is this damn lucky guy? Ja, laut unserer Schwester sind wir es ja, aber das stimmt. Aber Frauen haben ja so im Bett, haben da so einen besseren Sinn dafür, ja. Ist ja eigentlich bekannt, denke ich. Oh, Abby, I won't worry about the shadow anymore. They all tell me how good it is on me. I am now so popular. Hehe. Thank you, Stan. Stan? Did she forget who I am? Talk sense into her, boy! Addressing an evil king without a title? Come on, why not? Abby, don't you worry. Abby, don't you worry, Isa. Relax, okay? Wow, you look great, Annie. The pink shadow is great on you. You totally stand out. That day of the circus, I should have asked you out. I was so stupid. Ja. So sieht's aus. Wegen dem Schatten ist er jetzt wirklich berühmt geworden, ja. So, gehen wir mal hier hin. Zur Villa des Dorfes. Boah, ja. Häuptling des Dorfes, ja. Das größte Haus. Oh dear, without water I can't even clean the house. We might have to consider moving. Warte aber nächsten Regen. Geht auch. Regentonne hinstellen und schon kannst du da putzen. Sieht auch dreckig aus, aber sieht man Wasser. Oh, Abby, good to see you. Do you want to hear my life story? I tell you about the evil king. The evil king is the ruler of the ghosts. His evil creatures. A fearful king of terror. 300 years ago, an evil king called Goma destroyed half of the world. But the hero called Hopkins defeated Goma after a pitched battle. Since then, the world's been peaceful. But lately, there are rumors that ghosts have been sighted. It might be that a new evil king... Nah, that can't be!
Sorry to disappoint you, old man. The Evil King has been revived, indeed. The one, the only. I am that very evil. Nee, I'm the very evil king, Stan. Yield before my supreme authority. Ha ha ha! Amy, are you kidding? What kind of trick is this? Listen, an evil king is a fearful, terrifying creature. It's so terrifying that any ordinary people like us would drop dead by just looking at it. That shadow there, it could never be an evil king. This is so funny! Oh, der hat, ich glaube, der kriegt bald Minderwertigkeitskomplex, wenn das weitergeht. Wenn er nicht ernst genommen wird. Ist ja schon übel, ja? Und übel, gewisserweise, hier ist nichts. Hier gibt auch nichts zu tun in dem Raum. The door's locked and cannot be opened. Kuff, kuff. A coughing can be heard from behind the door. A coughing, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwie so eine Richtung. Egal, eins der Wörter, weiß ich die Aussprache nicht, ist halt manchmal so. Ich mache das Beste draus. Mach ja mal hier hoch. So, gehen wir mit dem da. Lucky you! If only I had talent like you, my life would be a lot more fun. Ja, wenn du wüsstest. Until further notice, please do not enter the church. TNL Village Office. Ah ja, da geht's in Kirche, ist schon klar, ne? The door is shut tight. Machen wir die mal auf. Gehen wir mit dem Vater reden. Hopp. Twist the valve in the church basement and you should get water again. This is a secret, but the basement is haunted. What should we do? Da. We're gonna call Ghostbusters! Yeah. Our job as public workers is to ensure the stability of the everyday lives of the villagers. Wir selbst Text doch mal, den wir schon mal hatten. But there is one more job we have. And that is to manage the villagers' classification list. Classification list? Yes, classification table. Ich dachte Liste, egal. It's the list sent regularly from the king, who lives far away. Based on the reports that we send, the list sorts the villagers by character. It maintains public order. The new classifications for this year should arrive from the World City soon. Ah ja. Selber nochmal, die nehmen wir mal vor. How would you classify me? You were, let's see. I can't remember. You are in somebody else's shadow somehow. Oh, I don't mean to be rude. I will check it for you. Oh, der letzte auch nochmal die letzte Option. Oh, gibt's anderes Lobby raus, ne? Our manager, you're dead. He doesn't seem to like the classification table too much. Ja, genau, war dieser Schreibfehler. Hi, Abby. Have you come to see your cool dad at work again? I'm so proud of you. Open the search door. Hurry, lowly being. Open the door immediately. Hi, Stan. What brings you to the church? It's not much of a business. Nothing much at all. Just open it, Dad. Oh, sure. By all means. I have a feeling this will be interesting. I will leave the door open. Ah, jetzt haben wir die Tür aufgemacht, oder was? Kommen wir jetzt da rein in die Kirche? Yep. Now let's go, slave. We will get the hidden treasure and they will kneel before our dark might. Oh, please wait, master. No, no, don't reveal it all. It's a delightfully evil plan, master. However, there is one thing. Abby, you are a rookie and not so sharp. So you should at least try not to be in master's way. So long. Ah ja. Dachte, er wollte Omelette essen. Hat er fertig mit seinem Frühstück? Er war doch nicht so lecker, oder? Er ist schon satt geworden. Wer weiß, wie viel... Der müsste einen Hunger haben nach 300 Jahren, oder nicht?
Und auch eingesperrt in dieser Flasche. Der gehört in unserer Flasche, ja. Oh, und hier? Water has stopped. Open the valve in the room at the end and the water should flow again. Machen wir mal, ne? Gehen wir mal rein. Don't be chicken slave. Those lesser evil beings are nothing in the face of my awesome power. Now go! Okay. Upp, und rein da. Moin da. Boo, boo, ba, ba! Where am I? I'm lost again. So, you are the third class demon who steps in the way of my ambition. Step back! Keep your head low! Boo, ba! Wow, what a weird shadow! Hahaha! Look at it, slave! This low-rank demon, he cowers before my divine dark power! Boo! Boo boo! Bihu boo! Oh boy, this is too funny! What a weird shadow! That's the guy's name in the ernst. So slim. Ah, I see! You want to pledge alliance with me? Yeah, to me? Boo ba boo ba boo! Getting hungry! He is weak looking. He will do. Yes, very good. Once you become a follower, your existence will be devoted to me. Boo boo ba ha! Time to show! Greif uns an! Ah ja, der erste Kampf, den wir jetzt haben werden. Ah ja. Dann greifen wir mal an, was haben wir hier mit Perky Frog und Tricky Ghost. Greifen wir mal den Perky Frogs an, wo wir die herkommen. Keine Ahnung. Jo, der ist nochmal hin. Aua. Nein, den zweiten auch nochmal an, den zweiten Perky Frog. Also fast die Hälfte abgezogen, ey. Aber hier noch ein paar Nüsse dabei, ne? Item. Na, Nuss. Harry, whoop. Ja, alles gut, dass wir mal genommen haben. So, sind wir wieder dabei. Okay. Attack. Kann man nur das Ziel angeben, mehr kann man nicht machen. Deshalb muss man da Spezialfähigkeiten nutzen. 11, ah ja. Wir müssen kurz warten. Kann ich meinen nächsten Zug nehmen? Ja, ist ein echter Kampfsystem hier. Halt mit Wartezeit zu den einzelnen Angriffen. Ein bisschen Runden da tun dabei, aber. Ist aber eher Echtzeit, glaube ich. Weil ich kenne mich ja nicht so aus. Wie gesagt, ist so gesehen mein erstes Japano-Rollenspiel. Ach, wir müssen noch erhalten und 11 Geld haben. 2 Level 2 erreicht. Hier schnell. Ich habe ja mit, ehrlich gesagt, von diesem Spiel gar keine Ahnung, muss ich ja zugeben, ja. Ist aber, ist halt so. So, was hier haben wir jetzt 357 Extreme Points gesammelt, Level 2 aufgestiegen, die Lebenspunkte sind aufgestiegen auf 36, die Angriffspunkte, glaube ich, sind das, glaube ich, auf 10. Ja, und der Rest ist unverändert. Okay, das war's. Puh, that was odd. Oh well, never mind. I did get rid of that floor scrubbing demon who turned against me. Look, slave. That must be the treasure that the villagers were talking about. Harry has acquired hot glass tube? What is this? What is this? It's just a piece of a broken machine. They have tricked me! They will all pay for this! My wrath will know no end, boy! Super! Blasted commoners! How dare they... Was? Blatantly lie, calling the water wave in a treasure! Ach so, ja, das war der Schatz. Go, slave! Those villagers have to be taught! Here's a close valve, ja.
Open-head. It's the sound of the water flowing. Jawohl. Hopp und raus. The water is flowing. We are okay now. Ja, meine erste Aufgabe erfüllt sinngemäß. Also sagen soll. Hopp, hier geht's raus. Ist sonst hier noch was? Irgendwas versteckt. Komm, ich weiß, da gibt's eben irgendwas. Wenn es in der Schande von Gott ist. Kann man das lesen? Wollen wir Gebet sprechen oder so? Hab's ja eigentlich nicht so mit Gebeten eigentlich. Wie seid ihr bei euch? Seid ihr gläubig? Ja, nein. Wenn ja, warum oder warum nicht? Also in dem Fall, wenn nein, warum nicht? Oder ja, an was glaubt ihr? Vielleicht glaubt ihr auch an etwas, was es gar keine Religion gibt. So kann ja sein, ja. Glaubst du an Außerirdische, Götter oder sowas, ja? Kann ja sein. Gibt ja alles Mögliche auf der Welt an Glaubensrichtungen. Könnt ihr ja mal schreiben, falls ihr wollt. Wenn nicht, wenn ihr meint, das ist zu privat. Ist okay, ne? Okay, wir haben nichts hier zu tun. Hier können wir also rausgehen. Okay.